Ja, guten Morgen, herzlich willkommen, Helge Braun. Herr Braun, wenn der virtuelle EU-Gipfel heute startet, dann steht Deutschland mit einer vorsichtig positiven Entwicklung bei den Infektionszahlen da, aber nicht besonders toll bei der Impfung. Das haben wir gerade auch in der Statistik noch mal gesehen. Was kann die Kanzlerin da anbieten? Wie wollen wir da schneller werden? Also ich glaube, beim Thema Impfungen, das ist ja eben auch im Film angeklungen, wir haben jetzt Impfstoffe von zwei Start-up-Unternehmen im Grunde genommen. Dieser neue mRNA-Impfstoff, da wird die Produktion erst aufgebaut. Und in diesem Monat soll, im Februar soll ein zusätzliches Werk in Marburg die Produktion aufnehmen. Und dann kriegen wir auch davon mehr. Aber ganz entscheidend ist, dass zwei große Firmen, die klassische Impfstoffe herstellen, in Kürze zulassen. Und dann wird sich die Impfstoffsituation völlig verändern. Davon gehen Sie fest aus, dass Davon die zulassen, weil es ist noch nicht passiert. Also die EMA hat in Aussicht gestellt, bei dem einen Impfstoff von AstraZeneca, der eben auch im Einspieler genannt worden ist, dass der noch im Januar zugelassen wird. Und bei der anderen Firma gehen wir auch davon aus, dass das noch im ersten Quartal gelingen kann. Klappt das, dann haben wir bald so viel Impfstoff, dass die Impfzentren, die jetzt aufgebaut worden sind, auch wirklich im Vollbetrieb laufen können. Die im Moment teilweise den Betrieb verzögern müssen, weil nicht genug da ist. Das Impfen ist das eine. Das andere sind die Corona-Maßnahmen, die in Deutschland gerade nochmal nachgeschärft worden sind. Da hat die Kanzlerin etwas gesagt, was einige Nachbarn unruhig macht. Grenzen wolle man nicht schließen. Aber quasi als letztes Mittel könne sie das auch nicht ausschließen, wenn bei unseren Nachbarn, vor allem Tschechien, die Zahlen so viel höher sein. War das Druck auf die Nachbarn, mehr zu tun? Und was sollen sie tun? Der Hintergrund der Sache ist die Mutation, die wir in Großbritannien gesehen haben, B117. Alle epidemiologischen Zahlen zeigen uns, die ist deutlich ansteckender als das Coronavirus, wie wir es bisher kennen. Und deshalb ist die Gefahr, wenn jetzt die Zahlen in einem Land hochgehen, dass diese Mutation quasi zur Mehrheitsvariante wird. Und dann ist die Infektion nicht mehr zu beherrschen. Und deshalb ist das, was wir mit dem Ministerpräsidenten für Deutschland beschlossen haben, jetzt die Zahlen deutlich zu senken, um auch die Mutation aus dem sozusagen Kerneuropa herauszuhalten. Das müssen alle Länder machen. Und wenn das ein Nachbarland nicht tut, dann können wir uns vor der Mutation auch kaum schützen. Und deshalb sind dann noch strengere Einreiseregeln an unseren Binnengrenzen nicht vermeidbar. Und da das jeder nicht möchte, ist es wichtig, dass wir jetzt gemeinsam handeln. Das heißt, es gibt durchaus Druck heute in dieser Konferenz der Staats- und Regierungschefs. Ja, weil diese Situation mit der Mutation, das kann eben diese Phase bis in den Sommer, bis wir jedem ein Impfangebot machen können, deutlich verdüstern. Was wir uns aber wünschen ist, so wie Sie die Zahlen eingangs gezeigt haben, die gehen jetzt runter, wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir also bei dem Stammvirus bleiben und die Mutation hier nicht das Sagen übernimmt, haben wir ganz große Chancen, in den nächsten 3-4 Wochen unter die Inzidenz von 50 zu kommen. Und dann haben wir auch eine Lockerungsperspektive. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen sich jetzt erhoffen. Und das dürfen wir nicht riskieren. Und streitig. Die Kanzlerin gibt heute überraschend eine große Pressekonferenz zur allgemeinpolitischen Lage. Macht sie das auch, um dem Eindruck zu widersprechen, sie sei zu hartherzig in der Corona-Politik? Nein, ich glaube, wir haben ja bei sinkenden Corona-Zahlen am Dienstag mit dem Ministerpräsidenten noch mal zusätzliche Maßnahmen beschlossen. Das muss man erklären. Und die Bedeutung der Mutation und unsere Perspektive auf Öffnung, das ist etwas, das erfordert jetzt noch mal, dass alle mitarbeiten, dass wir, obwohl alle ein Stück Corona-müde sind, ich glaube, das spürt ja fast jeder an sich selbst, ist die Aufgabe jetzt noch mal in den nächsten Wochen sehr konsequent zu sein. Und dann haben wir eine großartige Chance, dass wir dann schrittweise in eine immer, immer bessere Situation kommen und Corona besiegen. Und da alle noch mal mitzunehmen, das ist, glaube ich, wichtig. Und deshalb stellt sich heute die Kanzlerin auch noch mal den Fragen. Ein vorsichtig optimistischer Kanzleramtsminister Helge Braun, danke für den Besuch heute Morgen.